Na, er sagte dann weiter, die erwünschte rituelle Waschung erfolgt in 13 Fällen. Also es gibt 13 Fälle oder 13 Situationen, in denen es Sunna ist, erwünscht ist, Al-Ghusl vorzunehmen. Erstens für das Freitagsgebet oder beim Freitagsgebet. Nicht für den Freitag, sondern für das Freitagsgebet oder vor dem Freitagsgebet. Und die Zeit des Freitagsgebets beginnt ab dem Sonnenaufgang, also ab dem Fajr. Zweitens für die zwei Festgebete. Drittens bei Al-Istisqa, das Gebet bei Bitte um Regen. Viertens bei Al-Kusuf, also bei der Sonnen- oder Mondfinsternis. Fünftens nach der Waschung eines Toten. Also wenn man einen Toten gewaschen hat, dann ist es erwünscht, den Ghusl zu vollziehen. Dann, wenn der Geistesgestörte aus seinem Schlaf erwacht, ich weiß nicht, ob man das Schlaf nennen kann, jemand war geistesgestört und dann wurde er wieder, auf jeden Fall, ihr wisst, was ich meine, das ist dann eine der Fälle. Das war jetzt wie viel? Das wievielte? Oder der wievielte Fall? Das war jetzt sechstens, ja? Genau, wenn der Geistesgestörte zum Verstand zurückkommt, das hört sich gut an. Das war jetzt sechstens, ja? Siebtens, Al-Mustahada für jedes Gebet. Was die Blutung der Frau angeht, oder was die Blutungen der Frau angehen, so gibt es verschiedene Blutungen oder verschiedene Arten von Blutungen. Zum einen bei der Monatsregel, bei der Periode. Und dann gibt es eine andere Art von Blutung, die außerhalb der Periodenzeit austritt. Und das wird Al-Istihada genannt. Und manche Frauen haben das. Und manche leiden über längeren Zeitraum, vielleicht sogar über Jahre, daran, an der Istihada. Und es wurde sogar berichtet, dass eine Frau zum Propheten a.s. gekommen ist und sagte, dass sie 7 Jahre lang Al-Istihada hatte. Und man muss auch wissen und das unterscheiden. Manche Frauen denken, jede Art von Blut, das ist die Periode, oder jede Art von Blut erlaubt es mir, das Gebet zu unterlassen. Nein, das stimmt nicht, weil die Mustahaba muss ganz normal ihre Gebete verrichten und fasten, aber sie muss für jedes Gebet muss sie, ist es erwünscht, dass sie Al-Ghusl vornimmt. Na, dann weiter, das ist jetzt neuntens, glaube ich. Achtens, oder? Na. Lil-Ihram, wenn man in den Ihram-Zustand eintritt, sowohl für Mann als auch für Frau, wenn man, bevor man Mekka betritt, wenn man dazu die Möglichkeit hat, dann weiter, das ist jetzt elftens, nein, das ist zehntens, an Arafa, am Tag von Arafa, und das ist auch eine Sunna, die in Vergessenheit geraten ist, das ist Sunna, dass man am Arafa-Tag auch für denjenigen, der die Hajj macht, für denjenigen, der die Pilgerfahrt vollzieht, dass er in Arafa oder am Tag von Arafa, am Tag von Arafa die Ghusl vollzieht. Dann die Übernachtung in Muzdalifa, wobei das sehr, sehr schwierig ist heute, heutzutage. Dann beim Werfen der Steine und beim Tawaf und bei der Umrundung der Kaaba. Das waren die 13 erwünschten Waschungen.